Wir sind Martin und Marianne und zusammen mit unserer Katze und unserem Wohnmobil reisen wir quer durch Europa. In diesem Video erkunden wir die raue Westküste Portugals, fahren zu einem Campingplatz, erleben Fotomotive hautnah, suchen die letzte Bratwurst vor Amerika und zeigen euch, wie Vanlife mit einer Katze aussieht. Los geht's! In Sambujeira haben wir den Campingplatz Villa Park Sambujeira angefahren. Den Platz durften wir uns selbst aussuchen. Hier gibt es viele naturnahe Stellplätze, die terrassenartig angelegt sind. Für die Nacht haben wir 12,15 Euro bezahlt, ohne Strom, aber inklusive Duschen. Die Sanitäranlagen sind sauber, werden regelmäßig gereinigt und es gibt sogar heißes Spülwasser zum Abwaschen. Über den Platz verteilt gibt es zwei Fähr- und Entsorgungsstationen. Das Gelände wird durch eine Schranke und ein Tor gesichert und durch einen Security-Mitarbeiter überwacht. Zum Strand läuft man etwa 10 Minuten. Beinahe hätten wir die Abfahrt zum Praia do Bordeira verpasst. Kleine Straßen schlängelten sich erst durch den Ort und dann hoch zu einem Aussichtspunkt. Dieser Strand ist zwar etwas abgeschieden, dafür aber auch weit entfernt vom Trubel der südlichen Algarve. Der kleine Umweg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Thank you.
Weiter ging es zum Cabo de São Vicente. Das Cabo de São Vicente bei Sagres bildet gemeinsam mit der benachbarten Ponta de Sagres die Südwestspitze des europäischen Festlands. Ein ordentlicher Wind peitschte uns entgegen. Für Touristen ein magischer Anziehungspunkt. Das Übernachten hier ist nicht gestattet, aber in der näheren Umgebung befindet sich auch noch ein Campingplatz. Die Festung Fortaleza de Sagres liegt auf der 1000 Meter langen und 300 Meter breiten Landzunge Ponta de Sagres. Der Eintritt kostet 3 Euro pro Person und heute stehen nur noch ein Turm und die Mauerreste. Die Festung selbst wurde 1587 bei einem Piratenangriff zerstört. Der Rest vom Erdbeben im Jahre 1755. Nach der Legende soll hier einst die sagenumwobene Seefahrerschule von Heinrich dem Seefahrer gestanden haben. Außerdem befindet sich auf dem Gelände eine riesige Windrose. Allerdings ist die Bedeutung nicht ganz geklärt. Und so geht's weiter.
Wir erkunden die Felsagave, genießen den Frühling in vollen Zügen, zeigen euch einen urigen Stellplatz, beobachten Flugzeuge in Faro und schauen uns bizarre Sehenswürdigkeiten an. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like und ein Abo. Bis bald!